würde ich nämlich jetzt im Prinzip anfangen, die Sachen hier rüber zu bauen. Step by step. So, müsste im Radius ja liegen, müsste funktionieren, dass wir dann auch da jetzt Lehm holen. Uns fehlen Arbeiter. Ist ja nicht schlimm, kriegen wir hin. Könnte schlimmer sein. Ja, könnte schlimmer sein, da hast du recht. Durchaus möglich. Brot haben wir bald auch. Dann ist halt nur noch die Seife und die Schule, die später interessant wird, ne? Okay. Bier können wir noch nicht machen. Polizei, die sollten wir jetzt aber mal in der Nähe der Kneipe bauen. Aus gutem Grund, ihr wisst warum, ne? Damit wir die auch schon mal haben. Die Bierproduktion, ja, die müssen wir drüben machen. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ja. Solz kannst du wieder drei drauf tun. Kannst du wieder... Lager schon voll hier, oder was? Und das blöde Holz rüber. Naja. Lager nicht. Dann nehmen wir halt den Fisch rüber. Okay. Die Bretter müssen wir mitnehmen und Stahlträger brauchen wir, ne? Den Kontor. Dann machen wir drüben den Kontor. Sobald wir genug Stahlträger haben. Ich glaube, 10 Stück waren es oder irgendwie sowas in der Richtung. Hier ist übrigens auch noch eine Lehmbude. Grube sehe ich gerade. Nochmal drüber schauen? Soll nochmal drüber schauen bei dir. Stadt wird hässlicher. Hat sich gehen lassen. Zu viele Besucher, die meinen, die Stadt hat ihren Reiz verloren. Leute sind gerade unzufrieden. Ich glaub's auch selber nicht hier, ne? Sie können doch nicht. Ich kann. Die Ausgabe darf nicht in diesem Zustand gedruckt werden. Ja. Das bin ich auch genau der Meinung. Gefühl der Schande. Ach, geh weg. Die mag mich nicht, ich mag sie nicht. Die soll mich einfach in Ruhe lassen. Kein Lagerhaus. Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Ja, werden wir hier einen Knotenpunkt geben, dann habt ihr auch ein Lagerhaus da. Haben wir hier zwei Lagerhäuserkapazität erweitert. Hier ist noch ein Lagerhaus. Die Industrie geht ja sowieso hier rüber später. Dann würde ich hier irgendwo sehr wahrscheinlich den Cut machen. Ich weiß nur nicht, wenn wir das alles darüber setzen, gleichzeitig wird es natürlich schwierig. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Das Lagerhaus hier ist total überfordert. Und 20 Ziegelsteine. Okay, hier werden Ziegelsteine bearbeitet. Hier ist Lehm. Da verarbeiten wir unten auch nochmal die Ziegelsteine. Jetzt mal direkt daneben. Stahl haben wir zweimal. Wir brauchen ein bisschen mehr Stahl. Auch nochmal Arbeitskräfte hier. Das muss die auch. Ja, ja, alles gut. So, das ist gleich für die Seife. Ach, da brauchen wir auch Stahl. Das war die Frage, machen wir erst die Seife. Die hier zufrieden sind. Holzfällerhütte. Die hat nicht mehr so das den Radius, ne? Die können wir schon mal wegnehmen da. So lässt sich's aushalten. Die haben auch nicht mehr allzu viel Platz hier, ne? Wir leben hier an einem guten Ort. Mhm. Okay. Wir ziehen die Holzfäller rüber. Die ziehen wir nämlich hier rein jetzt. Dann haben die hier genug zu tun.
wir hier die Holzindustrie auf. Dann können wir die da hinten wegreißen. Kriegen wir nämlich den Platz da raus. Was ist denn das hier nochmal? Ist das ein Haus? Warum habe ich denn da ein Haus hingesetzt? Mal das Haus weg. Sägewerk weg. Holzfällerhütte weg. Schon haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz. Den nicht erweitern. Den bitte erweitern. Ganz dringend. Und ihn abreißen. So. Okay. Es fehlen ein paar Bauern. Wieder einmal. Gibt ja nicht, dass uns nicht andauernd fehlt hier. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel wunderbar hier in die Höhe schon mal gehen. Und einen Teil der Industrie da weg um. Haut das gerade? Doch, das haut hin. Ich wollte gerade sagen, warum haut das denn gerade nicht hin? So. Okay. Hier geradeaus durch. Das ist eins niedriger. Ah, ich bin eins zu hoch gegangen, ne? Ja, bin da eins zu hoch gegangen. Bin da eins zu hoch gegangen. Das wollte ich nicht. Wollte natürlich eigentlich sehr passgenau, dass die Straße da wegreißen, ne? So, wir machen mal nochmal Straßen weg. Bitte. Ich habe hier ein Abreißtool. Wie war das nochmal bei den Straßen? Zerstören. Da ist es doch. Okay, sehr schön. Haben wir das auch erledigt? So, und jetzt passt es doch, ne? Ja. Jetzt passt es. Okay, wir wissen auch schon die nächsten Sachen, die wir bauen. Wir haben genug Arbeiter, das passt. Wir können direkt wieder mal ein paar in höheren Stand berufen. Was? Ihr geht nicht oder seid ihr schon? Ach, es fehlen Bretter. Ja. Die werden jetzt auf der anderen Seite transportiert, beziehungsweise angebaut und abgebaut. Es könnte ein bisschen dauern gerade. So, ich glaube, jetzt haben wir genug Eisen zusammen. Kann das sein? Das müsste doch reichen, oder? Reicht das, um den Kontor hier vorne zu eröffnen? Und das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Das ist eigentlich, was ich machen möchte erstmal. Ach, doch nicht auf die Insel. Geh hier rüber, komm. So. Okay. Wie sieht's aus? Könnten die Häuser hier noch fertig führen? Die Ecke da nicht so schäbig und unvollendet aussieht. Hier wird gemeckert. Die Waren stapeln sich hier. Reicht das Lagerhaus da etwa nicht, oder was? Ein Lagerhaus in Reichweite? Warum? Sind wir nicht nah genug dran? So.
Weil da ist ein Lagerhaus. Da können die mir erzählen, was sie wollen. Das läuft. Was fehlt immer? Es fehlt an Getreide. Ja, müsste doch jetzt eigentlich kommen. Du läufst, dir fehlt an Getreide. Sollte aber gleich rüberkommen. Sollte gleich funktionieren. Wie sieht's hier aus? Hier ist Hochproduktion. Okay. Lehm und Steine werden jetzt wesentlich schneller produziert. Das passt. Dreimal Sägewerk und 1, 2, 3. Drei Holzfäller nur. 4 Holzfäller, ne? Okay. Ja, müsste eigentlich so passen, denke ich. Hi. Ich spiele mit keinen Gegnern. Also nur mit den drei normalen Idioten, hätte ich fast gesagt. Ne? Nur mit denen hier. Aber wir spielen ohne Piraten, einfach um schön zu bauen. Grüß dich. Kai Twitch. Ich schöne Grüße. Die in die Fabrik gegangen sind und jetzt hat schon zwei von ihnen die Finger zerquetscht. Da bleib ich lieber bei meiner Sense. Ich soll bei der Sense bleiben. Wir eröffnen die Polizeistation. So. Uns fehlen ein paar Arbeiter. Nicht schlimm. Bekleidung fehlt mittlerweile. Aha. Gut. Dann schauen wir uns das doch mal an mit der Bekleidung. Oder an Harpaz. An den Ziegen oder an der Bekleidungsindustrie. Schnapsbrennerei. Sägewerk. So, dann auch nochmal ein Hi-yo in den Chat. Wir zeichnen auch hier gleichzeitig für YouTube auf. Ich wundern, wenn ich nicht immer direkt reagiere, aber ich reagiere auf jeden Fall. Na, manchmal ist man auch zu sehr im Spiel drin. Das Spiel ist klasse. Also wenn du dich ein bisschen durchbuchstelst, holst dir. Definitiv. Wenn du Aufbausimulation magst, garantiert. Ja, es ist echt schön. Du wirst am Anfang ein bisschen Probleme haben mit den Produktionsketten vielleicht. Aber das kannst du dir ja in YouTube-Videos angucken oder bei anderen Streamern. Oder wenn du Anno schon mal gespielt hast, dann kommst du da relativ schnell rein. Das sollte nicht das große Problem sein. So, also. Wolle verfügbar. Ich glaube, wir machen noch mal hier Bekleidung, ne? Wir haben da zwei Fabriken. Ich setze jetzt erstmal hier rein. Noch einmal. Das Problem ist, ich möchte ja eigentlich gleich mit der ganzen Industrie umziehen, ne? Jetzt fange ich hier schon wieder an und setze hier wieder blöde Schafe hin. Kennst nur Anno 1602. Ja, aber dann kennst du ja die Grundzüge. Kennst du ja das Grundprinzip. In der Schäferei können wir auch ein Silo setzen. Dann machen wir das doch. Obwohl, jetzt müssen wir mal aufpassen, was wir setzen. So, Kleider, Klamotten sollten jetzt in der Mache sein. Sollte gleich auch wieder hochgehen. Das sollte punkten. Ach, ich habe doch mein Schiffchen darüber geschickt. Konto bauen. Du bist gerade dem großen Willy in die Quere gekommen. Ist mir egal, Willy. Ich brauche das Land hier. Um Hopfen anzupflanzen. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Wir brauchen das, um Hopfen zu fangen. Ah, okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein geiles Game. Egal, was irgendjemand sagt, wer Aufbaustrategie liebt, der ist hier mit diesem Game gut bedient. Das ist natürlich gut, wenn ich gerade anfange. Logisch, dann kannst du direkt ein bisschen von Anfang an das mitbekommen. Das ist natürlich nie verkehrt, ne? So, also wir besiedeln jetzt die zweite Insel hier auch. Damit
damit wir hier Hopfen anpflanzen können, weil wir haben nicht überall Hopfen. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Mama, dürfen wir auf den Acker spielen? Nein. Ihr dürft nicht auf den Acker spielen. Das geht nicht. Ja, da bist du ja bei meinem Kanal auch genau richtig. Kai, da bist du genau richtig, weil wir im Moment komplett auf Simulation gehen. So, und auch in ein paar Minuten gehen wir in ein anderes Spiel rein. Wir gehen gleich auf Dune Space Wars rein. Ist ja auch Echtzeitstrategie, bisschen Aufbau. Das machen wir gleich, auch für die Zuschauer auf YouTube, die das hier in der Aufzeichnung sehen, kommt natürlich an die Playliste. City Skyline 2 wird kommen am 24.10. Das gucken wir uns natürlich auch an, da gehen wir auch mit rein. Und das Lagerhaus nochmal bauen, sicherheitshalber. Für den Arbeiterviertel. Und noch diverse andere Sachen. Dankeschön für dein Follow. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen bei uns. Was ich auch empfehlen kann, das ist RimWorld. Das ist RimWorld. RimWorld ist richtig, richtig interessant. Aufbaustrategie mit einem selbstständigen Story-Modus, wenn man so will. Das ist auch auf jeden Fall interessant. So, hier könnten wir jetzt Hopfen anpflanzen, ne? Einzigste Stelle, wo wir Hopfen erstmal machen können. Das machen wir dann auch. Na, also es gibt schon ein paar Spiele, die wir hier machen. Dann haben wir hier auch die Endproduktion. Von den Malz, von dem Bier. So, die setzen wir dann. Ach, wir umzäunen das hier komplett. Komm. Können wir nämlich da kopieren, wenn wir wollen. Das ist jetzt Getreide. Zwei Hopfenanlagen. Das Bier wird hier hingebracht. Hier wird aber überwiegend nur Bauern sein, ne? Das heißt, wir kümmern uns hier ein bisschen um die Nahrung noch. Die holen wir uns hier rein. Wir brauchen mehr Erntehelfer. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte, ja. Das habe ich verstanden. Sobald wir genug Bretter haben, ist das kein Thema. Zur Not müssen wir gleich mal Bretter holen, ne? Ja, gleich mal schauen. In ihren Städten gibt es Ruinen. Was? Warum? Ihr fühlt euch nicht wohl bei mir, ne? Das ist das Problem. Ach nein, wir haben keinen Markt. Also einen Markt sollten wir auf jeden Fall bauen. Brauchen wir dafür 10 Bretter. Oh, die Ruinen hier kurz weg. Ja, ist ja kein Thema. Für neue Befehle. Wir holen die Bretter von der anderen Insel. Segel! Da werden wir genug Bretter haben, dass wir da weitermachen können. Sind unterwegs. Ach, da soll nicht hin. Nicht auf die Insel, an die Insel. Wie man Schiffe baut, ja, wie man Schiffe baut, da brauchst du erstmal die Arbeiter, also musst du die ersten Bauern hochleveln und dann kannst du, die Segel musst du bauen und dann kannst du hier bei Schiffen die Schiffswerft bauen. Na, da musst du wieder Step by Step alles erstmal hochleveln, damit du da hinkommst. So, uns fehlen hier Arbeitskräfte. Ja. Ja, jetzt reicht es nicht mehr ganz für die Leute teilweise hier, ne? Aber macht nichts. Wir haben hier noch genug hochgelevelt. So. Sehr schön. So, unser Schiff kommt. Ei, ei.
holen wir uns einmal Bredders. Wir holen uns direkt 50 Bredder. Wir holen uns auch noch ein paar Baumstämme mit. Und wir holen uns ein bisschen Fisch mit. Dann haben wir eine Grundversorgung. Flaggschiff steht zu Diensten. Dann haben wir eine Grundversorgung und dann haben wir da keine Ruinen. Ich hätte mehr Bretter mitnehmen sollen. Segel! Na, aber es mangelt an Arbeitskraft. Ja, es mangelt hier an Arbeitskraft. Das ist okay. Das kriegen wir aber alles hin. Das ist nicht das Problem. Steuermann! So, fahren wir das noch zum Konto rüber. Dann bauen wir da die kleinen Basics noch aus. So, wir können hier wieder ein bisschen hochleveln. So, mehr Arbeiter. Okay, hier fehlt jetzt Holz ein bisschen, aber wir produzieren ja genug Holz. Genügend Arbeitskräfte vorhanden. Ach, nicht genügend Anbaufläche. Aber die Köhlerei da steht. Okay, kein Thema. Setzen wir einmal um. Das war ein Holzfäller, ne? Ich muss gucken, wo ich ihn hinsetze wegen den Lägern. Das sollte vielleicht gerade so reichen. Eine 16er Leitung hast du, ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, kann ich verstehen. Weil es dauert dann ein bisschen, aber ich habe auch nur eine 50er. Bin von der 100er runtergegangen, weil es mir zu teuer war. Weil die immer mehr Geld haben wollten. Haben wir gesagt, nee, irgendwann ist gut. So, wir gehen jetzt einmal noch hier rüber. Das Schiff kommt ja gerade. Dann laden wir den ganzen Mist hier aus. Wir kümmern uns darum, dass wir Arbeitskräfte haben, dass sie hier selbstständig Holz quasi produzieren können. Und wir bringen ihnen auch direkt was zu essen. So, und somit sollten wir jetzt hier die Arbeitskräfte kommen. Lass mal den Marktplatz machen, bevor die wieder meckern. Sie hätten keinen Marktplatz. Dann runter, Spiel runterziehen dauert, ja, definitiv. Das ist richtig. Manchmal länger, als man eigentlich möchte. Das ist schon klar. So, uns fehlen hier ein paar Arbeitskräfte. Das sollte jetzt aber gleich alles funktionieren. Wie gesagt, es wird hier sowieso ein Arbeiterdorf. Es wird hier nicht so viel Wert drauf gelegt, jetzt in meinem Fall, dass ich hier alles schön baue, sondern die sollen hier mir mein Bier produzieren, was wir dann quasi von A nach B immer schicken werden. Und zwar dann mit dem Schiff hier. Müssen wir mal schauen. Wir konnten doch hier auch irgendwie Handelsrouten herstellen. Ach, die Handelsrouten gingen anders. Warte. Die Handelsrouten gingen anders. Die gingen hier über Routen. Und wie war das? Route einrichten. So. Eine Handelsroute von unseren Schiffen von hier nach da. Wir holen in Kronkfort, so heißt der Ort hier, laden wir Waren ein. Wo haben wir es? Wie Bier soll darüber und dafür soll hier Bier entladen werden. Hier laden wir ein so ein bisschen notwendige Sachen wie was nehmen wir denn da? Was brauchen die denn da? Um autark zu sein, eigentlich erstmal nichts, ne? Ne, erstmal nichts. Schnaps und Co., das machen wir gleich selber. Die Klamotten. Das machen wir auch selber. Nö, dann lassen wir das erstmal so. Wir können es ja später immer abändern. Es gibt zwar noch kein Bier, ja. Aber der Plan ist es ja, hier Bier zu produzieren.
Ach, wir müssten jetzt Lehm und Holz und Stahl hierhin produzieren, ne? So, Bretter werden jetzt produziert. Da haben wir hier eine Lehmgrube bestimmt. Boah, die ist aber weit weg. Die ist aber weit weg. Dann würde ich sagen... Das Schiff erwartet Anweisungen. Dann würde ich sagen, wir gehen hin. Holen hier... Lehm noch rüber und entladen... Halt. Und entladen das Lehm hier. So. Jetzt setzt er sich auch in Bewegung, weil er jetzt auch was hat, was er holen kann, ne? Oder? Ach, das ist unser altes Schiffchen, oder was? Nee. Braucht ein Festzug. Warum läuft er gerade nicht? Ach so, weil ich das Schiff noch nicht ausgewählt habe. Kann das sein? Ich muss doch bestimmt das Schiff noch irgendwo auswählen, oder? Jawohl. Und jetzt geht's los. Sie spielen schon seit 2 Stunden. Wir spielen schon seit 2 Stunden. Ja. So, da fehlen nur die Steine. So, die können wir schon mal fertig machen. Ein paar Häuschen zu setzen.